herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Blau-Weiß Linz nach der 8. Runde der Admiral-Bundesliga. Der FC Blau-Weiß Linz verliert 1:2 gegen SK Sturm Graz. Bitte, Trainer Gerhard Scheibl, Ihr Name, dein Fazit. Ich denke, dass wir ein sehr schnelles Fußballspiel gesehen haben, ein sehr intensives Fußballspiel, in dem Sturm Graz über 90 Minuten sicher die bessere Mannschaft war, vor allem spielerisch. Wir haben nach Ballgewinn heute zu unsauber gespielt, haben nicht diese Kontersituationen vorgefunden, die wir uns gewünscht haben. Am Ende dann trotzdem ein großes Lob an die Mannschaft, dass sie trotz eines unglaublich schweren Spiels trotzdem an sich glaubt und am Ende dann nur 3 Top-Chancen vorfindet. Ja, wo man dann einfach sagen muss, dass es eigentlich 2:2 ausgehen muss aufgrund dieser Chancen. Aber so ist Fußball. Skerpen hat 2 unglaubliche Paraden und der Manuel Miranda hat gezeigt, dass er ein guter Verteidiger ist. Ja, dann bitte um Ihre Fragen. Wir möchten beginnen. Oliver Geisbauer, Kronenzeitung. Gerald, diese angesprochenen Chancen in der Schlussphase, jetzt ist die Heimserie gerissen. Machen es diese Chancen einfacher, das zu verarbeiten, weil man eben so knapp dran war, dass man auch gegen Sturm einen Punkt hat, oder schwerer, weil man es vergeben hat? Beides wahrscheinlich so ein bisschen. Am Ende sind wir dann schon stolz, dass wir so knapp dran sein können gegen einen Top-Gegner wie Sturm Graz. Mittlerweile sind wir auch nicht mehr in der Rolle, dass uns da niemand ernst nimmt, sondern die fahren alle her und sind sehr, sehr gut eingestellt. Sturm Graz, denke ich, hat heute schon eine sehr gute Leistung gebracht und trotzdem waren wir ganz knapp dran. Das macht uns Mut. Auf der anderen Seite, ja, wenn du dann solche Chancen vorfindest, dann würde man schon gerne einen Punkt mitnehmen. Aber Fußball ist halt nicht immer so, wie man es sich wünscht oder wie es sein soll. Und deswegen muss man eine Niederlage einfach mal akzeptieren, aber wenn es mir jetzt so unmittelbar danach schon ein bisschen wehtut. Der Christian Ilzer hat vorher gesagt, er hat einmal zwischenzeitlich geglaubt, die Fans schreien Ilzer, Ilzer, wie es Linzer, Linzer geschrien haben. Einen Aufschrei hat es auch gegeben beim Foul an den Andi Luxe. Gelbe Karte, deiner Meinung nach, gerechtfertigt? Oder was? Ich muss sagen, ich habe das Video nicht gesehen und ein Fernsehbild habe ich auch nicht gesehen. Ich stimme dem Christian zu, dass 11 gegen 11 gut ist, wenn es 11 gegen 11 bleibt. Meine Co-Trainer haben gesagt, dass es schon ein Rotfoul war oder man kann es geben, aber letztendlich hat das jetzt mit dem Ausgang nichts zu tun. Wir müssen aber die Chance nutzen, dann geht es 2:2 aus und dann sind wir zufrieden. Und ja, der Spieler von Sturm ist auch ein junger Bursche, der war vielleicht ein bisschen übermotiviert und hat nicht damit gerechnet, dass er vielleicht so trifft, jetzt kein Vorwurf. Also ist mir völlig egal, hat mit dem Spielausgang überhaupt nichts zu tun, ob das gelb oder rot ist, sondern liegt schon an uns und an der vergebenen Chance am Ende, dass man dann keinen Punkt holt. Und glaube ich, Herbert Puhmann war vorher noch auf Ligaportal. Genau. Er trifft ihn, hast du eben gesagt, apropos Treffen, Wallner, denkbar. Ja, unglücklicher Elfmeter. Wie war deine Einschätzung da? Ah, da, ich muss mir das erst dann im Video genau ansehen. Aber es ist halt so, dass wir bei Blau-Weiß Spieler haben, die Spielzeiten einfach brauchen und auch bekommen. Und einen Innenverteidiger zu wechseln, ist grundsätzlich immer ein Risiko in so einem schwierigen Spiel. Ich denke, dass der Silvan ein gutes Spiel gemacht hat in der zweiten Halbzeit, aber mit mehr Rhythmus. Hätte er wahrscheinlich dieses Foul nicht gemacht. Aber das müssen wir mitnehmen. Wir schauen, dass wir die Spieler weiterbringen. Wir schauen, dass wir sie weiterentwickeln. Und wenn dann einmal Fehler passieren, dann muss man das genauso mitnehmen. Tut mir leid für ihn, weil natürlich es war schon ein unnötiges Foul im Endeffekt. Und Sturm ist dann sehr leicht in Führung gegangen. Aber wie gesagt, ich stehe zu den Spielern und vertraue ihnen voll. Und wenn man den Spielern keine Chance gibt in wichtigen Spielen, dann werden sie nicht besser. In dem Zusammenhang noch die Nachfrage, ist für rausgekommen, mit deinem Motiv den Kapitän runterzunehmen? Geht es nicht um Kapitän. Kapitän hat viele Aufgaben, aber hat jetzt keinen Freibrief. Ich war einfach
In spielerischer Hinsicht, wenn man vom Silvan einfach mehr erwartet, weil seine Stärken einfach im Antrippeln sind, im Ballbesitz. Wir haben das 3 gegen 2 in der ersten Halbzeit nicht so gelöst, wie ich mir das vorgestellt habe. War die zweite Halbzeit dann auch besser. Deswegen habe ich den Silvan gebracht und das ist jetzt, hat mit dem Kapitän nichts zu tun. Es geht immer um Leistung. Fabio hat, finde ich, eine solide Leistung gebracht. Aber wie gesagt, das Problem, was wir in der ersten Halbzeit gehabt haben, dass wir im Ballbesitz zu viele Fehler gemacht haben. Nicht nur der Fabio, aber auch andere Spieler. Und das wollte man korrigieren und verbessern und ist teilweise gelungen. Aber Fabio ist ein Top-Spieler für uns und gibt da kein Problem. Dann René Meresol, Laola. Ja, der Herbert hat meine ersten zwei Fragen schon gestellt, dann stelle ich eine andere. Danilo Mitrovic ist jetzt wieder in die Mannschaft hineingerutscht. Du hättest ja auch auf einen Basic oder Wallner von Anfang an heute setzen können. Wie bewertest du seine Leistung heute oder überhaupt jetzt, seit er wieder zurück in der Mannschaft ist? Ja, ich sage ja der Mannschaft oder den Spielern immer, dass unser Kader so aufgestellt ist, dass es im Normalfall für jeden Spieler irgendwann eine Chance gibt. Die Frage ist nur, ob der Spieler dann bereit ist, körperlich und auch mental, wenn er die Chance bekommt, kann er sie nutzen. Und Danilo hat in der Zeit, wo er einfach wenig Rolle gespielt hat, Gas gegeben im Training. Und ich habe gewusst, wenn wir ihn brauchen, dann kann man auf ihn setzen. Ich denke, dass er es jetzt in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht hat. Und deswegen hat er es auch verdient, dass er heute spielt. Und ich finde, dass er es auch heute gut gemacht hat. Es ist als Rechtsfuß auf der linken Abwehrseite gegen so eine starke Mannschaft nicht so einfach. Hat sie, denke ich, gut in die Mannschaft jetzt wieder reingearbeitet. Und ja, mich freut es, wenn alle Spieler, die wir da bringen, einfach dann Leistung bringen. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann sage ich euch danke fürs Kommen und wünsche euch noch einen schönen Abend.